Den Großteil meiner Pflanzen ziehe ich ja gerne selbst aus Saatgut. Ich habe hier eine ganze Menge eingekauft. Alles Pflanzen, die auch für Wildbienen interessant sind und Nektar und Pollen bieten. Und das, was ihr hier seht, was ich gestern und heute eingekauft habe, sind alles Pflanzen, die eben förderlich für Wildbienen und andere Fluginsekten sind. Im Näheren stelle ich euch gerne vor, was ich da so eingekauft habe, wo sie hier im Garten ins Beet kommen. Und dann gucken wir uns nochmal an, was in den Insektenhilfen, Insektenhotels, Nisthilfen, wie auch immer, passiert ist. Und etwas Spannendes Neues gibt es auch noch zu berichten. Bis gleich. So, ich habe jetzt erstmal grob sortiert. Dieser wunderschöne Islandmohn kann zum Beispiel in den Beetvordergrund, weil er nicht so hoch wird. Während zum Beispiel die hohe Glockenblume, wie es schon sagt, bis 80 cm groß wird. Und die kommt dann eher in den hinteren Bereich, damit sie nicht um das Licht konkurrieren. Zusätzlich muss ich halt gucken, was braucht nährstoffreichen Boden, was steht gern im Steingarten auf weniger nährstoffreichen Böden. Ja, das müssen wir einfach mal sortieren. Und du willst mir helfen, Gandhi? Das ist eine Kugeldistel, Ziest, womit man wohl besonders die Wollbiene in den Garten lockt. Lavendel, Purpurziest, die Gelenkblume. Hier steht ein Basilikum und Thymian. Islandmohn. Das ist eine Königskerze. Hier haben wir eine orange blühende Schafgarbe. Es geht weiter mit der Wiesenraute, dem Goldkörbchen. Nicht fehlen darf auch der Ehrenpreis. Die hohe Glockenblume. Knäuelglockenblume, Feinstrahl, Katzenminze und der Zwergerland. Achso, und das Wandelröschen haben wir noch vergessen. Das ist doch einfach traumhaft schön. Ja, dann mal ab ins Beet damit. So, diese drei Kandidaten sollen jetzt in die Erde. Aber, und da, wo ist die Schaufel? Dankeschön, das ist aber super, klasse. Praktisch so ein Border Collie. Also, die Gelenkblume wird 70 cm hoch, verträgt volle Sonne oder auch Halbschatten, blüht von Juli bis September. Ein schöner Wurzelballen. Bisschen von der Erde unten rein. Dann zupfe ich das nur so ein bisschen auf. Das regt das Wurzelwachstum an. Und dann kommt die Gelenkblume da rein. Als nächstes haben wir den Purpurziest. Standort ist Sonne bis Halbschatten. Er blüht von Juli bis September und wird ca. 40 cm groß. Na dann ab in die Erde damit. Ja, Anfang des Jahres habe ich ja ein Video gemacht über den Bau von solchen Insektenhotels. Mittlerweile habe ich mich dann doch ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Solche Insektenhotels sind was Gutes, aber die gefährdeten Wildbienenarten nisten gar nicht da drin. Die nisten eben in solchen Erdbereichen. Ja, hier sind nichtsdestotrotz ordentlich viele Bienen eingezogen. Da sind auch ganz viele verdeckelt von diesem Holzklotz ist gar nichts verdeckelt, weil das eben zu spitz ist, da würden die Bienen sich verletzen. Ich mag den nur jetzt nicht rausnehmen, weil ja hier überall welche verdeckelt sind und das soll auch so bleiben.
Die Pflanzaktion hat doch etwas länger gedauert als geplant und ist immer noch nicht abgeschlossen, aber die meisten Pflanzen, die ich gekauft habe, sind nun im Beet. Es ist wieder wunderschönes Wetter, die Sonne scheint, es regnet seit Wochen nicht, das heißt viel gießen, ich gieße dann immer morgens und ja, da schon ein bisschen abends noch die Tomaten und so. Und was es noch Neues zu berichten gibt, wir haben Wildbienen, die ja, sich die Nester bei uns am Fundament des Gewächshauses gegraben haben und da bin ich total glücklich drüber. Denn das hatte ich zwar gehofft, aber ich hatte nicht geglaubt, dass das so schnell geht. Welche Arten das sind, konnte ich nicht bestimmen. Ich werde die Kamera dort nochmal aufstellen und gucken, ob ich einige Arten bestimmen kann. Ich habe jetzt fast alle Stauden in der Erde. Ich hoffe, dass viele Wildbienen sich hier wohlfühlen und Nahrung und ein Zuhause finden. Ja, die schlechte Nachricht, die gibt es leider auch noch. Unsere beiden Hähne müssen weg. Es ist zu laut. Die fangen tatsächlich morgens kurz nach 4 an zu krähen. Der Kleine sollte ja sowieso weg. Nun haben wir aber zum Glück kurzfristig ein neues Zuhause gefunden für die beiden. Und morgen früh werden sie abgeholt. Ich kann es verstehen. Es ist wirklich sehr dicht dran, das nächste Haus an unserem, und die können nicht mehr mit offenem Fenster schlafen, da habe ich absolutes Verständnis. Von daher wird es demnächst keine Hähne mehr im Ohlenbusch geben. Die Hennen bleiben selbstverständlich. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Für mittlerweile 200 Abonnenten, für die vielen netten Kommentare, Daumen hoch und Likes. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis bald! Du bist aber laut, du kleiner Spatz. Ja. Ich war im Gartencenter. Einkaufen, was ist daran so lustig?